Wir machen hier sehr gern weiter. Hallo und ganz herzlich willkommen Freitag zu Brisant. Viel Winter haben wir heute in der Sendung und dazu auch noch viel Prominenz. Unter anderem geht es um die heißesten Gerüchte von den Oscars. Und dann treffen wir noch Peter Kraus. Die Hüfte schwingt wieder. Er ist zurück nach seinem Unfall. Er hatte sich ja böse verletzt bei einer Show von Jörg Pilawa. Jetzt ist er aber wieder da und bei uns erzählt er heute in der Sendung. Aber erst einmal Bilder aus dem Kühlschrank Europa. Ist er wirklich? Immerhin frieren tun wir gerade alle gemeinschaftlich und man kann ja auch was machen aus dem Winter. Zum Beispiel Snowboarden auf dem Fußweg. Das sind Bilder aus Essex bei London. Also so kommt man garantiert auch mal ganz schnell zum Bäcker in diesem Winter. Irre. Auswirkungen haben die extremen Temperaturen, aber auch bei uns. Vieles läuft weniger reibungslos in dieser Woche. Da haben wir Geschichten heute aus fast allen Himmelsrichtungen. Von einer geplatzten Hochzeit sogar bis zu einem Krankenwagen im Eis. Gut, dann hoffen wir, dass Norman jetzt auch gerade Brisant guckt. Was halten Sie denn davon, bei diesem Wetter baden zu gehen? Ja, da muss man wahrscheinlich verrückt sein oder ein Superheld. In Dortmund kam heute, kann man sagen, beides zusammen. Für einige hat heute die Freibadsaison dort begonnen. Ein Radiosender hatte zum Anbaden aufgerufen. Was für Todesmutige. Da friert man auch wirklich schon beim Zugucken. Wir schauen weiter auf diesen Tag. Ein Gericht hat heute die spannende Frage zu klären, ob diese Pflanze, die Sie da sehen, möglicherweise genutzt wurde, um das perfekte Verbrechen zu planen. Sie wird umgangssprachlich auch Selbstmordbaum genannt. Und in diesem Prozess musste geklärt werden, ob man damit auch einen Mord begehen kann, wenn man einen Topf Chili parat hat und damit eine Frau also aus Heimtücke gehandelt hat. Und diese Nachricht kam gerade, sie ist noch ganz frisch. Wieder sind in den USA in einer Schule Schüsse gefallen. Nach ersten Berichten soll es wohl auch zwei Tote geben. Das sind die ersten Bilder, die aktuell über Twitter laufen. Der Tatort soll abgeriegelt sein. Der Schütze wohl auf der Flucht. Sicherheitskräfte sind vor Ort. Aber das sind zur Stunde die einzigen Informationen und auch Bilder, die wir haben. Sobald sich da was ändert, würden wir das noch mal nachreichen. Weitere Nachrichten haben wir jetzt. Und da bleiben wir noch mal in den USA und beginnen mit einem tiefen Sturz in Los Angeles. Um diesen Mann geht es jetzt und seine Geschichte. Bernd Kind, der hat folgende Situation erlebt. Bei ihm zu Hause, da klingelte plötzlich andauernd das Telefon. Menschen riefen ihn an und beschimpften ihn am Telefon, er sei ein Betrüger. Manche waren regelrecht verzweifelt. Und Bernd Kind, der hatte überhaupt keine Ahnung, was ist da bitte schön eigentlich los. Er hatte doch gar nichts getan. Was diese Geschichte mit Kindersitzen und einer riesen Betrugsmasche zu tun hat, das hat er dann erst von der Polizei erfahren. Und umso wichtiger war es ihm, diese Geschichte jetzt auch noch mal allen erzählen zu können, dass er ja eigentlich unschuldig ist. So, wir gucken auf die Prominenz heute in der Sendung. Ganz viel drin. Zwei Oscars haben wir. Der aus Hollywood. Da laufen die Vorbereitungen jetzt schon und es gibt heiße Gerüchte. Und dann haben wir noch einen Oscar mit wenigen Zähnen, aber einer zum Verlieben. Und wir treffen Chris Norman. Alles das jetzt. Ja. Was ein Mann und was ein Treffen. Bei anderen, da werden die Haare dünn und der Goldschmuck weniger. Aber Chris Norman, der hat dieses Schmachtpaket einfach immer noch voll drauf. Jetzt geht er auf Tour und ist heute im Gespräch bei uns. Und natürlich gehen wir auch all seine schönen Frisuren noch mal durch. Also der Mann hat Haare und singen kann er auch noch. Hits zum Mitsingen. Wen haben wir noch? Einer, der wirklich alles tragen kann. Schauspieler Uwe Ochsenknecht beweist hiermit, dass ihm auch die Farbe Orange noch steht. Und er bricht eine Lanze für die, die uns den Müll hinterherräumen. Das ist ganz toll, was er und die Kollegen da sagen. Müssten wir uns viel häufiger an die eigene Nase fassen. Ja, also häufiger mal eine Lücke lassen, kann man mal dran denken im Leben. So, Gewinner für den Titel Stehaufmännchen der Woche ist für uns Peter Kraus. Der hatte ja einen Unfall in einer Fernsehshow, da war er beim Kollegen Jörg Pilawa zu Gast. Und die Aufgabe da war tatsächlich knifflig. Er sollte Sterne mit Boxhandschuhen sammeln. Das hat Peter Kraus dann mit wahnsinnig viel Einsatz gemacht, die anderen auch. Er ist aber leider ziemlich gestürzt, hat die anderen mit runtergerissen und er hat sich dann ernsthaft verletzt. Ein Millionenpublikum hat mit zugesehen und sich gesorgt. Umso glücklicher sind wir, heute vermelden zu können. Er schwingt jetzt wieder die Hüfte und geht auch super fit auf Tour. Wir freuen uns. Und wenn Sie jetzt sagen, den Mann mit dem lockeren Hüftschwung, den muss ich mal live sehen. Unter brisant.de haben wir mehr zu ihm und dann gibt es da auch noch die Tourdaten.
Wir wollen Ihnen das heißeste Oscar-Gerücht des Jahres nicht vorenthalten. Es wird nämlich tatsächlich gemunkelt, jetzt da Brad Pitt und Jennifer Aniston ja beide Single sind, sie könnten doch vielleicht gemeinsam zu den Oscars kommen. Angeblich hätte Brad Pitts Mutter gesagt, sie sehe die beiden doch so gern wieder zusammen. Nun gut, man könnte wahrscheinlich auch ein Frettchen das WM-Endspiel vorhersagen lassen und das wäre ähnlich verlässlich, macht aber ja als Idee auch Spaß. Echte News zu den Oscars gibt es aber natürlich heute auch und die bekommen Sie jetzt bei uns. Ja, also wir werden uns natürlich für Sie die Nacht um die Ohren schlagen. Die Kollegin ist dann an den Augenringen zu erkennen am Montag und alle Geschichten dann hier bei uns in der Sendung. Ja, nicht nur die Oscars werfen ihre Schatten voraus, auch die Hochzeit des Jahres. Und Prinz Harry und Meghan Markle, die haben ja verraten, da kommt wirklich was ganz Großes. Und so scheint es auch zu werden. Und wir mussten uns unbedingt Wolfgang Winkler noch schnappen, so kurz vorm Wochenende. Zahlen sind diesem Mann eigentlich wurscht und er sagt Lobhudelei zu Geburtstagen, das braucht er doch eigentlich alles gar nicht. Aber durch seinen Job beim Polizeiruf sind ja gefühlt Generationen mit diesem Mann groß geworden. Und der 75. Bitteschön, das ist eine Hausmarke. Da kann man schon mal das Fotoalbum aufmachen. Nebenbei, alt werden die anderen. Wolfgang Winkler bleibt jung und wir wissen jetzt auch warum. Richtig so. Schönes Wochenende von uns. Morgen gibt's Sport, Montag wieder brisant. Tschüss.